Hallo und herzlich willkommen auf dem Social Media Kanal der Firma FR Innovation. Wenn ihr wissen wollt, wie Diebe eine herkömmliche Plastikflasche nutzen, um an eure Wertgegenstände zu kommen, dann bleibt dran. Diebe nutzen leere Plastikflaschen und stecken sie bei eurem Fahrzeug zwischen den Kotflügel. Sieht ungefähr so aus. Vorweg natürlich auf Parkplätzen von Supermärkten etc. und warten dann, bis er zurückkommt und das Auto einsteigt. Der Kunde kommt nun zurück zu seinem Fahrzeug, hat seine Einkäufe verstaut, startet den Motor und möchte nach Hause fahren oder sonst wie. Und plötzlich hört er dieses Geräusch. Jeder von uns, der dieses komische Geräusch wahrnehmen wird sich denken, dass am Auto irgendwas defekt sein wird. Und die wenigsten von uns werden das Auto versperren und den Schlüssel mitnehmen und ausstellen, wenn überhaupt, sagen wir mal, den Motor abstellen. Wenn der ahnungslose Besitzer des Autos natürlich schauen möchte, wo das Problem liegt und die Flasche erkennt, die er aus dem Fahrzeug ziehen möchte, wird sich in der Zwischenzeit ein Dieb bereits am Fahrzeug oder an den Wertgegenständen zu schaffen machen. Das heißt, die Türen sind unversperrt, der Schlüssel ist im Fahrzeug, die Fahrzeugtür einfach öffnen und kann man Wertgegenstände, Handtaschen etc. herausnehmen und im allerschlimmsten Fall kann es auch passieren, dass der Dieb mit ihrem Auto davonfährt. Für weitere informative und wirklich brauchbare Tipps schaut auf unsere Homepage unter den Blogbeiträgen und folgt uns auf Social Media Kanälen. Vielen Dank.